geht ab YouTube, meine lieben Freunde? Wir haben heute mal wieder eine Frage Go und das Ganze nicht alleine und zwar mit Vanessa. Vanessa ist am Start. Ja, erstmal danke, dass du hier bist. Danke, dass du beim Video mit am Start bist. Schreibt in die Kommentare rein, mit wem ich das Ganze als nächstes machen soll oder was ich mit Vanessa als nächstes machen kann. Maybe ein Umstyling. Kommen ja. Jetzt eh wieder ehrenlose Kommentare. Nein, das wird nicht ehrenlos. Oh, doch. Das wird seriös. Wenn du sagst, schreibt rein, was ich mit Vanessa als nächstes machen kann, da kommt wieder irgendwie. Ach so, nein, ach so, okay, ach so. Also schreibt rein, was ich für Formate mit Vanessa machen kann. Lasst ein Like da, schreibt das in die Kommentare, was ich als nächstes machen kann, Formate. Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit dem YouTube-Video. Erster Link in der Videobeschreibung ist ihr Instagram. Ich muss jetzt schon lachen. Warum? Alter, wieder. Hallo? Yo, Big Brr, was geht? Was geht ab? Ich hab ne Frage an euch beide halt, ne? Ja? Also wisst ihr, was luzide Träume sind? Ja, dass man so seine Träume steuern kann, mäßig. Ja, genau. Also wenn ihr das machen könntet, was würdet ihr in dem Traum halt machen, weißt du? Boah, gute Frage, Ernst. Boah. Ich dachte, hier kommt nur irgendeine Scheiße. Ich wusste nicht, dass wir auf Ernst irgend so krasse Fragen beantworten müssen. Das war wirklich eine gute Frage, ja, also. Deswegen. Kann man da auch so Leute, die gestorben sind, so treffen? Leute, die gestorben sind, treffen. Ja. Ich würde das, glaube ich, gar nicht machen wollen. Weißt du? Boah, ich entweder das oder irgendwo hinreisen. Im luziden Traum? Boah, ich würde richtig Fantasie schieben. Also, ich würde, glaube ich, ernst, ich würde richtig so Fallschirm springen, dann, würde ich so durch... Man kann auch fliegen beim luziden Träumen, oder? Oh, du kannst machen, was du willst. Du kannst zu jeder Person, zu alles. Du kannst machen, was du willst. Oh, okay, 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 okay. Oh, da würde ich erstmal noch ein paar Rechnungen abgleichen. Ja, ich würde auf jeden Fall, ich würde Fantasie machen. Ich würde sehr viel, einfach meine Fantasie freien Lauf lassen. Rumspringen, durch Häuser springen, einfach GTA-Leben. Fünf Sterne sammeln. Würdest du keine Person treffen wollen? Nein, nein, nein. Oh, aber was, aber die, der ist ja am Schlafen dann, oder nicht? Nein, das ist, guck mal, das ist nicht echt, Bro. Das ist nicht so wie diese Astralreise oder so. Du kannst machen, was du willst. Passiert alles in deinem Kopf. Du kannst jetzt zum Beispiel gehen, du kannst sagen, ja, ich will jetzt, dass Ice Spice vor mir ist oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich würde Dings treffen wollen. Elon Musk. Okay, ey, danke für deine Frage. Das war eine W-Frage. Das war echt eine gute Frage. Kein Problem. Ist jetzt zu gut. Okay, hau rein, Bro. Hallo. Hallo. Was geht ab? Moin. Die Frage geht an euch beide. Und ich wollte fragen, ob ihr schon mal eine Nahtoderfahrung hattet. Wenn ja, welche? Boah, das ist auch eine krasse Frage. Ich nicht. Du? Ich wurde einmal fast überfahren. Das ist crazy. Autobahn mit Kato, ernst. Ja, ja. Manchmal gab es schon diese Momente, wo man sich dachte, okay, jetzt vorbei. Oh, jetzt habe ich Angst, Autobahn nachher wieder zu fahren. Fährt Kato so kacke? Nein, er fährt halt schnell so. Ja, gut, das war auch meine Frage. Okay, ey, danke für deine Frage. Welche Frage? Schönen Abend euch noch. Okay, danke. Ciao. Hallo? Hallo? Hört man mich? Ja. Bin ein bisschen aufgeregt. Alles gut. Aber, meine Frage wäre, wie oft hast du schon den Fliegen gesehen? Ey! Der nächste. Ich dachte, das ist voll das süße kleine Kind. Mann, das ist ein Wichser. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Geht's euch? Sehr gut. Vanessa, ich wollte dir sagen, du bist hübsch, hübsch. Okay, hübsch. Okay, okay. Dankeschön. Auch ein Hübscher. Okay, danke dir. Ja, also meine Frage ist so, worüber habt ihr zuletzt geweint? So traurig. Oh, valid Frage. Warte kurz, ich muss überlegen. Beerdigung, okay. Oh, mein Beileid. Bei mir auch, Tod von meiner Cousine, glaube ich, das letzte Mal. Ja, okay. Dankeschön für eure Zeit. Ich wünsche euch beiden noch einen angenehmen Abend und ja dann. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Ich wollte fragen, ob ihr Kinder haben wollt und wenn ja, so ungefähr in welchem Alter und wie viele so, ob ihr das schon wisst. Boah, mit 25 würde ich ernst anfangen wollen sogar. Das wär fresh. Und dann so 2 oder 4. Das ist voll schwer, das jetzt zu beantworten, weil bei mir wechselt sich das gefühlt jedes Jahr. Aber ich würde jetzt sagen, so mit 28 und auch 2 bis 3 so. Wie alt seid ihr jetzt? 20. 21. Der Nächste! Roche! Also, hast du schon mal gesagt? Meine Frage ist, was sind eure Ziele für spätere Leben? Wie, was meine Ziele sind, so die nächsten Jahre mäßig? Ja, ja, zum Beispiel, du hast ja deinen Vater schon ein Auto gekauft und was jetzt noch weiterhin deine Ziele sind. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Du kannst anfangen, wenn du willst. Hauskauf, Führerschein, für Fam aussorgen, regelmäßiger Sport machen und auf meine Ernährung achten. Das sind so meine Ziele. Bei dir ist das aber auch so alles so voll realistisch. Bei jedem ist das realistisch. Ich will auch das... Will auch so für meine Familie aussorgen, so ich bin davon ja noch viel weiter entfernt. Finanziell unabhängig sein und ja, weiterhin viel reisen und dann irgendwann natürlich halt auch Familie gründen. Ich wollte euch beide fragen, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, irgendwo auszuwandern, wo würdet ihr auswandern? Oh, W. Ich glaube, ich würde sogar Spanien sagen. Boah, ich auch! Weil das ist noch nicht so weit weg von zu Hause. Ja, ja. Aber ich finde Spanien trotzdem schön.
Steuern sind besser. Was geht, was geht? Meine Frage ist auf jeden Fall an Rohat. Würdest du lieber Vanessa... Hey! Gibt es irgendwas im Leben, was ihr richtig bereut? Na. Nee, also ich bereue nichts. Ich auch nicht. Sonst wäre mein Arsch niemals hier, wo ich bin. Was ist euer Lieblingsalbum? Oh. Was ist dein Lieblingsalbum? Ich habe wirklich keine Ahnung. Mein Lieblingsalbum ist Die Lit von Playboy Cardi. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, aber ich würde sonst sagen Classic. Boah, ich wurde gefickt, einer hat meine Frage geklaut. Egal, spontan, andere Frage. Wie geht's euch so? Der Nächste! Was waren eure Idole, als ihr noch Kinder wart? Boah. Also ich weiß, dass ich immer in jedes Freundebuch geschrieben habe, meine Mutti. Stark. Darf ich noch wen grüßen? Nee, warte, ich muss auch noch überlegen, was bei mir war, Bro. Ich hatte nie einen, also niemand bei mir. Mein Dad, ja. Meine Mom und mein Dad. Meine Frage wäre, ob ihr eher Sommer oder Winter mögt, also Wärme oder eher Kälte? Boah, voll Bruder, bei mir ist es so, Frage. Im Sommer Kälte und im Winter Wärme. Ja, das stimmt. Aber an sich würde ich sagen Sommer. Meine Frage ist... Ob... Nee, ey, niemals! Niemals! Da war er doch, oder? Ich kann das nicht mehr mit diesem Jungen, ne? Okay, Mr. M, komm zurück in den Discord. Ich gebe dir einen Try. Ich will wirklich... Also, das ist das letzte Mal, dass ich dir einen Try gebe, Mr. M. Bro, serious, du wurdest gehackt, Bro. Serious, du wurdest gehackt. Alles gut bei dir? Willst du uns irgendwas sagen? Das hört sich voll gruselig an. Ich gehe mal kurz auf Klo. Und ich muss hier mit dem Hacker bleiben, oder was? Ja, red mit dem Hacker. Nee. Aber mach Mr. M nicht jetzt rein, wenn ich hier alleine bin. Ja, ich warte kurz, oder? Ja, warte bitte. Meine Frage ist, ob Vanessa nicht bei dir übernachtet? Und das war seine letzte Chance. Das jetzt ist vorbei. Mr. M, dein Arsch. Ich will mit dir nichts mehr zu tun. Das war deine allerletzte Chance, Mr. M. Und du hast es dir verkackt. Mr. M, du hast es dir verkackt, mein Bruder. Nein, sie übernachtet nicht bei mir. Sie fährt zu ihrer Freundin. Meine Frage ist, ob Vanessa noch so in Trash-TV-Richtung weitergehen will. Vielleicht mal ins Dschungelcamp oder so. Rede. So mitmachen will bei sowas. Rede. Also in Dschungelcamp wäre wirklich lustig. Also sowas würde ich bestimmt machen. Ja, aber willst du dich aktiv nochmal auf irgendwas bewerben, oder? Also ich würde sowas wie... Oh. Ey, Luca, danke für deine 10 Gifted. Sorry. Danke, darf ich jetzt weiterreden? Tut mir leid. Okay. Ja, würde ich machen, aber... Nicht sowas wie Iron One oder so, sondern wenn dann nur so Kampf der Reality Stars oder sowas. Meine Frage ist, was ist dein Ziel, nachdem du die 1 Million geklackt hast? Also hattest. Mehr zu wachsen. Follower juckt nicht. Also Follower interessiert gar nicht so krass. Wenn dann Zuschauer, um ehrlich zu sein, mein Anspruch ist einfach so besser zu werden in dem, was ich mache, so cooleren Content zu machen. Ich will dir nur eine Sache sagen. Ich liebe dich, mach weiter mit den Streams. Bruder, du bist der Beste. Ja, du bist auch der Beste. Küss dein Herz. Ciao. Okay, ciao. Guck mal, das war ein Süßer. Ja. Meine Frage ist, was wäre der Titel, wenn ihr ein Buch schreiben würdet? Boah. Keine Ahnung. Boah, das ist auch schon wieder so eine richtig krasse Frage. Von 5 Gramm zu 5 Mio. Das ist gar nicht mal so schlecht. Rede. Boah, keine Ahnung. Boah, ich weiß wirklich nicht, mir würde nichts einfallen. Wenn ich ein Buch über mein Leben schreiben würde, dann würde gar kein Titel zu passen. Das ist alles so. Von YouTuber zum Junkie. Keiner, ich weiß, ich habe auch keine Ahnung, Bro. Ich würde auch niemals ein Buch rausbringen, glaube ich. Rohat und die 7 Sklaven, Kato, schreibst du hier rein? Das ist crazy. Das gibt eine Gehaltskürzung. Meine Frage ist, glaubt ihr, dass ihr wirklich die Person seid, die ihr sein möchtet, oder eher die Person, die anderen von euch erwarten? Also ich bin auf jeden Fall die Person, die ich bin. Ja, ich auch die Person, die ich bin. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich sag dir eine Sache. Normalerweise ist es so, seitdem ich so in der Öffentlichkeit bin, wird das sogar noch besser. Normalerweise könnte man denken, dass es schlechter wird, aber ich finde, es wird noch besser. Wenn du Hate abbekommst, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber wenn ich Hate abbekomme, lerne ich mich selber viel mehr kennen. So wie ich ticke und so. Ich habe eine Frage, wann kriegt Kato eine Lohnerhöhung? Der Nächste! Meine Frage ist, habt ihr einen Moment, den ihr in eurem Leben gerne nochmal erleben würdet? Wenn ja, welcher wär's? Boah, das sind so starke Fragen. Ja, Mann. Crazy. Boah, ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, wo ich mein Dad Auto geschenkt habe. Ja, das ist stark. Gab's nicht irgendeinen Moment, du warst mit deiner Fam oder so? Ja, aber da gab's ja viele Momente. Ja, so. Es muss ja einen Moment geben, der so raussticht, oder nicht? Den man so, der so im Kopf geblieben ist. Wie alt bist du? Ich bin 17, Bro. Ach, ich dachte, du meinst mich. Nee, ich meine ihn. Du bist ja 20. Ja. Wie alt ist dein Bruder? 13. Ich habe auch erst gedacht, ob ich die Geburt von meinem Bruder sage, aber da war ich ja auch nicht dabei, also... Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall noch den Moment, wo meine Mutti mich von der Schule abgeholt hat und mir gesagt hat, dass sie schwanger ist.
Das war schon ein krasser Moment. Ah. Ich würde sagen, der. Also da weiß ich noch alles ganz genau von. Was sind deine Ziele zwecks Zukunft mit Fitness und würdest du auch mit Ada ein Format machen? Fitter werden. So auf meine 80 Kilo kommen, aber sehr fit, weißt du? Das also so definierte Basis gehen, ne? Ja, nicht definiert, so einfach. Mir geht's gar nicht so krass darum, dass ich gut aussehe, sondern eher darüber, dass ich manche Sachen schaffe, weißt du? Dass ich mal so 20 Kilometer einfach so laufen gehen kann, dass ich easy schwimmen gehen kann, dass ich lange Rad fahren kann, so, weißt du? Das wäre mir cooler. Und Format mit Ada kommt, ja. Das war's, meine lieben Freunde. Das war's auch mit dem YouTube-Video. Danke, Vanessa, dass du am Start warst. Haut rein, meine lieben Freunde, und ciao.